Ja, moin Leute, was geht ab? Zurück zu einer neuen Folge Trainer Go. Endlich mal nach, man kann fast sagen, einer Woche. Fast, also wirklich fast. Ihr wundert euch, weil wir sind auf 152 und einfach aus dem Grund, weil es gab einige Änderungen. Es gibt einige Sachen, die ich gerne zeigen würde. Es hat sich etwas getan und zwar... Unter anderem, Leute, es, ich bin jetzt offiziell ein Gildenleiter und habe auch dementsprechend die Verteilung für die Belohnungen im Blick. Deswegen gibt es immer ganz viel Belohnungen für mich. Nee, Spaß. Ist natürlich alles fair aufgeteilt, aber ich muss natürlich dabei mal wieder sehen, dass ziemlich wenig Leute am Gildenkrieg teilnehmen, was mir prinzipiell erstmal egal ist, weil mehr Belohnungen für mich und die übrigen Teilnehmer, weil es wird ja alles trotzdem fair aufgeteilt. Aber wenn halt nur 5 Leute da sind oder 6, dann kann man natürlich die Belohnungen auch unter 5 oder 6 Leuten aufteilen. Das ist dann gar nicht so schwer, denn dann kriegt einfach jeder alles. Das ist ganz gut. Das ist vor allem ganz gut für alle anderen, denn dann kriegt jeder 400 Dias am Tag plus Fragmente plus anderen Scheiß plus, ne? Du weißt Bescheid. Also klar, Fragmente nicht, aber... plus anderen Scheiß. Dementsprechend finde ich das ganz geil. Also, wenn noch Leute von euch in die Gilde möchten, um aktiv teilzunehmen, jetzt auch mit mir als Leiter, dann auf jeden Fall einmal anwerben und ich nehme euch natürlich an, denn aktuell sind wir, glaube ich, nur 36, 33, 32 Leute, irgendwie sowas um den Dreh und gewinnen aber trotzdem jeden Gildenkrieg. Also mal davon ab, weil es gibt irgendwie keine andere aktive Gilde auf diesem Server, weil Server 152 ist. Naja, nicht so aktiv, aber wir haben mich. Ja, im Prinzip nur noch mich, weil Frost ist jetzt nicht mehr so da. Und Cover ist, mehr als Pain kann der nicht und niemals an irgendjemanden rankommen kann er. Ja, ist traurig, aber ist wohl so. Freunde, was steht an? Naja, ganz einfach. Guck mal, wir haben jetzt 7000 Dias. Wir warten jetzt nur, dass das hier passiert. Beziehungsweise, dass wir jetzt hier überhaupt unsere Dailies durchbekommen, denn danach kommt dann gleich noch was Lustiges, was ich euch zeigen möchte. Denn, ja gut, das zeige ich euch dann gleich. Aber davor wollte ich noch fragen, Freunde, passt auf. Und zwar, ja, ich habe es wieder getan, ich habe wieder mein WoW-Abo aktiviert und bin auch echt aktuell wieder mega drin. Es macht mir wieder mega Bock, auch World First habe ich natürlich fleißig verfolgt, deswegen da oben mal, achso, ich habe die Cam nicht an, weil ich sehe scheiße aus, weil ich habe nicht geduscht, deswegen da oben mal, ich zeige gerade auch oben rechts, die Umfrage bitte antworten, habt ihr Bock, dass ich euch das zeige, vom Leveling über Challenges, über Raids, über wie geht was, über bla bla bla, also wenn ihr Bock habt, ne, oben rechts, doch dürfte oben rechts sein, einmal bitte voten für, ja Mann, ich habe voll Bock und dann kommt in nächster Zeit WoW. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich werden eure Overviews noch kommen in den nächsten Tagen, das ist keine Frage. Aber overall habe ich ansonsten, ich mache täglich meine Dailies und naja, das ist es im Prinzip auch, ich mache täglich meine Dailies. Irgendwie habe ich so ein bisschen ansonsten den Reiz erstmal verloren, da irgendwie nicht so krasse Sachen anstehen. Das letzte große Update hat die Himmelssäule noch mit reingebracht. Die ist auch fast durch. Also auf jeden Fall richtig spannend. Dann stehe ich kurz vor Level 100 bzw. Master Level. Das ist auch okay, aber ist jetzt nichts Atemberaubendes. Ich muss noch die ganzen Accessoires nachziehen. Ich muss noch die ganzen zweiten Fähigkeiten nachziehen. Das ist auch gerade alles in Arbeit. Dementsprechend ist da auch gar kein Problem. Hier sind wir jetzt bei fast einer 600er Siegesserie. Das ist auch ganz lustig. Wie gesagt, hier, Himmelssäule ist so gut wie durch, wird heute noch auf 199 gepusht, weil ich einmal dumm war und einen Fehler gemacht habe, tja, passiert, aber dementsprechend ist das dann auch soweit durch. Ansonsten, hier, ihr seht es selber, etwa ein Drittel fehlt noch, beziehungsweise zwei Drittel fehlen noch, um Level 100 zu werden, die Teams stehen auch soweit. Entgegen der Annahme bzw. des Ratschlags, dass ich doch auch ein Feuerteam machen kann, was ich natürlich machen kann und vielleicht auch nochmal irgendwann werde, habe ich mich dazu entschieden, erstmal das Feen-Team aufzubauen. Ja, ich weiß, die Fähigkeit ist scheiße, aber ich habe keine Karten mehr. Dementsprechend will ich erstmal das Feen-Team aufbratzen, weil es macht mir persönlich unglaublich Spaß. Und ihr kennt mich ja, ich mache prinzipiell erstmal das, was mir unglaublich Spaß macht, anstatt das, was alle sehen wollen.
Dementsprechend, ja, ne, hier auch, ich habe meinen Launeheber bekommen. Hier auch das Flugteam am Risen. Wir sind jetzt bei 7,3 Millionen Power. Das geht soweit ganz gut ab, alles. Ja, alles bis knapp 10 Millionen schaffe ich, das ist kein Problem. Accessoires muss ich mal nachpushen. Ich habe auch, wie ihr gerade gesehen habt, 10.000 Points. Ich habe auch hier noch unendlich viele Kisten, die ich noch aufmachen muss und dann dementsprechend noch verwerten muss. Ich habe hier noch Fähigkeiten ohne Ende. Das wird also alles noch gemacht und in Mache werden. Beziehungsweise in Mache gemacht sein, wie man so schön sagt. Und hier die Himmelssäulen-Dinger, Gedünst-Dinger werden auch immer mehr. Ich habe vor allem auch wieder, obwohl ich mir neulich erst Carpador und Dialga gegönnt habe, wieder 1000 Unis, die werden auch tagtäglich schön eingetradet. Und da kommt dann auch wieder eine Menge zusammen. Dias, wie gesagt, sowieso tagtäglich mindestens 2000, was auch ordentlich nice ist. Wunschsterne kommen wir, ich würde sagen, okay voran, denn da mangelt es halt nur am Sammeln von den Dingern, da muss man halt ein bisschen Glück haben. Ich bekomme halt gerade aktuell so gut wie keine Wunschstern-Dinger mehr, was ein bisschen traurig ist, aber was will man machen, muss man halt Glück haben. Ansonsten, was steht sonst so an, Leute? Wie gesagt, WoW aktuell ziemlich, oh, mega geil dabei und sonst nicht viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Assassin's Creed kommt natürlich auch dann heute Abend wieder, wie ganz normal gewohnt. Und ansonsten werden es wahrscheinlich dann in den nächsten Tagen nur in Anführungszeichen eure Overviews sein, denn ja, ich wüsste nicht, was aktuell da noch so abgehen würde. Ich hatte ja vorgeschlagen, noch das NA-Projekt zu machen, was an sich auch erstmal ganz cool klingt, aber im zweiten Gedanken dann einfach wieder exakt dasselbe ist, wie hier auch, nur auf einem anderen Server. Mit vielleicht ein paar anderen Events, wo ich jetzt aber nicht unbedingt wieder Unmengen an Kohle reinwerfen wollte. Deswegen jetzt im Großen und Ganzen dasselbe sein wie hier auch. Ja, dann kommen wir zur Thematik Livestream. Also, für mich steht eine Woche an, die ziemlich rough wird, weil ich nicht viel schlafen kann. Was natürlich mein Eigenverschulden ist hauptsächlich, aber das ist okay. Deswegen Livestream am Donnerstag. Hat mir ja gesagt, so zwischen 17 und 18 Uhr. Könnte sein, dass es dann am Donnerstag ein bisschen später wird, aber wir wollen Donnerstag unbedingt mal anfangen zu streamen. Das heißt, mal anfangen. Wir wollen Donnerstag unbedingt mal anfangen, donnerstags zu streamen, denn da habe ich dann auch jetzt dann diese Woche endlich mal Gelegenheit dazu. Letzte Woche ging es nicht, weil wegen krank. Davor die Woche ging es nicht, weil wegen Arbeit. Und davor war es noch nicht angekündigt. Also Leute, ne, diese Woche Donnerstag Stream, ne, abends gegen 18, 19 Uhr, irgendwann, wenn ich wieder wirklich wach bin. Also dementsprechend schaltet auf jeden Fall ein, wird wieder mega nice. Wir spielen, gucken, was wir spielen. Also auf jeden Fall denke ich mal, ne, Trainer Go zwischen World Boss und Revolte und so. Und ansonsten, ich habe jetzt für die Switch habe ich jetzt eine Capture Card, das heißt, man könnte auch Switch spielen, man könnte auch WoW spielen. Man könnte auch Diablo spielen, man könnte auch Dead by Daylight spielen, man könnte auch GTA spielen. Also es gibt einige Sachen, die können wir spielen und es gibt auch einige Sachen, die werden wir daraus spielen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, was die Games angeht, bin ich echt nicht so wählerisch, weil ich spiele ziemlich alles zwischendurch mal wieder so ein bisschen mit. Ihr seht hier auch, Frost droppt leider immer weiter runter, weil Frost hat sich jetzt aber wenigstens ein gutes Team gebastelt, beziehungsweise ist dabei, sich ein gutes Team zu basteln, auch wenn er mega inaktiv jetzt wird, leider. Aber er bastelt sich jetzt ebenfalls ein Flugteam und das ist ganz cool. Hier können wir es kurz mal angucken, während wir weiter unsere Dailies vervollständigen. Lane. So. Er ist dann dementsprechend auch nicht mal mehr 6 Millionen Power, aber ist nicht schlimm, denn er hat sein Boreal schon in Tiergeistform, was mega cool ist. Dann hat er seine Rayquaza selbstverständlich mit auch Delta Wind und dazu noch das Arceus, was nicht ganz so da reinpasst, aber ich glaube, das ist eher gerade noch ein bisschen Ersatz drin, als dass es im endgültigen Team drin sein soll. Ich glaube, er hatte noch ein Ho-Oh, weiß nicht, warum das nicht da drin ist, aber ja, das ist gerade so seine Idee, was ich ganz gut finde, denn dann kann er Kava auch von diesem ekelhaften zweiten Platz wieder verdrängen, weil ich mag den Typen nicht. Er casht einfach nur rein, ist jetzt glaube ich schon kurz vor VIP 15. Ja, reden wir nicht weiter darüber. Ich, nee. Und vor allem gibt er immer Unmengen an Dias beim World Boss aus.
weswegen ich den ersten Platz nicht mehr habe. Nee, 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 nee. Und bei der Revolte kann er mir trotzdem nicht das Wasser erreichen, auch wenn ich nur Autokampf mache. Ha! Wobei ich auch aktuell, beziehungsweise gestern und heute, nicht aktiv am Geschehen teilnehmen konnte, weil wegen Arbeit. Und Samstag auch nicht. Aber egal. Ich hoffe vor allem, ihr habt alle Sabine gut überstanden. Hier ist es noch windig, hier wird es auch immer wieder grau, aber overall, ja, naja, ist halt, ne, relativ vorbei. Ich muss heute Abend wieder arbeiten. Und ich hoffe vor allem, dass die Busse richtig fahren. Aber gut, Leute, das war soweit der Stand jetzt. Das war soweit, was ihr, wie es weitergeht. Das war soweit, was die Ideen sind. Also, wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, was wir noch spielen können, worauf ihr richtig Bock hättet, ne, ab in die Kommentarsektion damit, ihr kennt das. Wenn ihr ansonsten noch Ideen hättet, auch für Trainer Go, was man noch machen könnte, damit das Ganze wieder ein bisschen spannender wird an sich, auch gerne in die Kommentare. Wie gesagt, keine Sorge, eure Overviews kommen in den nächsten Tagen dann damit. Aber danach weiß ich dann bis auf die Vorher-Nachher-Overviews nicht mehr wirklich, was ich machen soll. Dementsprechend müsst ihr mir das sagen, was dann daraus wird, beziehungsweise was ich machen soll. Ich werde es natürlich weiter spielen, aber wenn ich euch jeden Tag meine Dailies zeige, habt ihr nichts davon und ich habe langweiligen Content. Dann kann ich jeden Tag meine Folge Dailies nennen. Klasse. Fände ich auch gut, dann habe ich meine Dailies nämlich in der Folge gemacht. aber wie gesagt, wenn ihr noch Vorschläge, Anregungen, Kritik, Spiele, whatever habt, packt es einfach unten in die Kommentarbox. Gerne auch Spiele, die man nicht kennt, dass ich mal da reinschnuppern kann. Mit euch auch gerne, quasi so Live-Reaction-mäßig was auf das Spiel. Auch liebend gerne, da aber bitte nicht unbedingt Handyspiele, denn ich bin eigentlich gar kein Handyspiel-Fan. Pokémon ist jetzt eher für mich ja zu einem großen Teil geworden, anstatt zu einem Handyspiel, was man auch Gott sei Dank auf dem Handy spielen kann. Aber deswegen overall bitte keine Handyspiele. Ansonsten alles gern gesehen. Meinetwegen auch Switch-Spiele, die man sich mal angucken kann. Da dann natürlich erstmal nur im Trailer oder halt auch bei Demo-Version. Na. Und ansonsten, ja, könnte man sich gerne alles angucken. Gerade was halt für ein Computer da ist. Auch was an Online-Spielen da ist, MMOs etc. pp. Gut, dann würde ich sagen, Leute, war es das soweit an der Stelle von mir für heute. Wir sehen uns heute Abend in der Folge Assassin's Creed, zumindest hoffe ich das. Vergesst die Abstimmung oben rechts nicht für WoW. Ich hätte Bock und ihr wisst, ich spiele unglaublich gerne das, worauf ich Bock habe, denn dann kommt die Motivation auf, dann fehlt die Motivation nicht an Ecken und Enden. Und da haben wir, glaube ich, alle was von ihr spannenden Content und ich Spaß beim Aufnehmen. Also, Freunde, ne? Wir sehen uns morgen dann zu einem Overview. Ich bin bis dann raus. Wünsche euch was. Macht's gut. Peace out und ciao.